Hallo und herzlich willkommen bei der Erlebbar. Mein Name ist Sebastian und diesmal geht's um die Bestimmung von schwarzem Holunder. Der Holunder ist sozusagen ein ganz gutes Wildobst für Einsteiger. Die Pflanzen sind hier in Leipzig ziemlich leicht zu finden und sicher zu bestimmen, auch wenn es einige Verwechslungsmöglichkeiten gibt. Außerdem lassen sie sich zweimal im Jahr beernten. Ende Mai sind die Holunderblüten und im September die Holunderbeeren dran. In beiden Fällen ist extremes Zuckern eine sehr naheliegende Verarbeitung, also daraus Holunderblütensirup oder Holunderbeerensirup zu machen. Statt Tipps, den Holunder zu finden und sicher zu bestimmen, bräuchte es hier in Leipzig wohl eher Hinweise, wie man den Holunder überhaupt übersehen kann. So häufig wächst er hier. Zumindest gilt das Folgende für den schwarzen Holunder. Der ist sehr leicht zu finden an den großen, tellerartigen weißen Blüten, an der markant gefurchten Borke, den überhängenden langen Trieben, an den Dolden mit den glänzenden dunkelvioletten Früchten, die ihre Beeren massenweise auf den Boden fallen lassen. Bei aller guten Nutzbarkeit des Holunders bitte ich zu beachten, dass der schwarze Holunder giftig ist, und zwar in allen Pflanzenteilen. Du solltest ihn also nicht roh verzehren, wobei damit natürlich in erster Linie die Beeren gemeint sind. In größeren Mengen verursachen sie sonst Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Auf der ganz sicheren Seite bist du, wenn du die Beeren für 20 Minuten über 80 Grad erhitzt. Beim Lebensraum ist der Holunder nicht sonderlich wählerisch. Du findest ihn häufig, und zwar in allen möglichen Parks und auf Grünanlagen in den Säumen und Gebüschen, im Wald und in kleineren Waldstücken oder als Straßenbegleitgrün. So nennen das die Leute in den kommunalen Ämtern wirklich. Im Grunde also überall dort, wo sich Natur breit machen kann. Und im Gegensatz zu Felsenbirnen versteckt sich der Holunder auch nicht. Die Lebewesen wachsen entweder als vielarmiger Strauch oder als Baum mit zentralem Stamm. Und sie erreichen eine Höhe von vielleicht 10 Metern, wobei sie meistens deutlich, deutlich kleiner bleiben. Hilfreich zum Auffinden und Entdecken im öffentlichen Raum sind die langen, überhängenden Triebe. So Holunder ist recht wuchsfreudig. Die Blüten und Früchte entstehen dabei an solchen Trieben, die im Vorjahr gewachsen sind. Und die Beerendolden sind dann so schwer, dass sich diese recht jungen Triebe unter dem Gewicht nach unten biegen. Das kann man den Pflanzen über Jahre hinweg ansehen und sie daran in der Landschaft herausfiltern. Die Knospen legt sich der schwarze Holunder im Herbst zu. Die sind am Anfang ziemlich dunkelrotbraun, rund und knubbelig. Relativ früh schon spitzen dann die späteren Blätter heraus und so bleiben die Knospen dann den Winter überstehen. Die Blütenknospen kannst du nur für kurze Zeit im Mai an den Enden der frischen Triebe finden. Aus ihnen wickeln sich dann die Blütendolden heraus. Werfen wir einen Blick auf die Blätter des schwarzen Holunders. Die stehen gegenständig an den Trieben, also so gegenüberliegend angebracht. Sie sind zusammengesetzt aus 3 bis 7 ebenso gegenständigen Fiederblättern, inklusive eines einzelnen Fiederblattes am Ende. Alles in allem wird diese Zusammensetzung bis zu 25 cm lang. Die einzelnen Fiederblätter sind länglich, laufen spitz zu und werden bis zu 8 cm lang. Ihr Blattrand trägt Zähne. Der Stiel ist sehr kurz und die Blattadern verzweigen sich vorm Blattrand. Auf der Oberseite sind sie solide matt grün, auf der Unterseite noch matter grün. Blattaustrieb ist im März und beim Zerreiben riechen die Blätter streng bis herb, wobei das Beschreiben von Gerüchen natürlich schwierig ist. Ihre Herbstfärbung ist langweilig bis traurig gelb, also nicht wirklich der Rede wert. Im Gegensatz zur Holunderblüte, mit der eröffne ich Ende Mai meine Obsterntesaison in Leipzig. Bevorzugt nutze ich sie als Vorwand, um am Männertag nicht irgend so eine Proletenscheiße zu verzapfen, sondern mit Freunden Holunderblütenküchlein zu backen. Kurz vorm Öffnen stehen die Blüten als kleine grüne Bällchen an den Dolden. Aufgeblüht leuchten sie weiß mit so einem gelblichen Schimmer. Und dann fangen sie auch an zu riechen. Ich stolperte über die Behauptung, sie würden nach Ananas riechen. Wie gesagt, Gerüche beschreiben ist immer ein bisschen schwierig.
Die zahlreichen einzelnen Blüten ordnen sich in wohlstrukturierter, etwa 25 cm durchmessenden Tellerformation an der Dolde an. Die machen also nicht so ein Durcheinander wie beispielsweise Weintrauben an ihren Dolden. Und die einzelnen Blüten haben meistens 5 weiße Blütenblätter und 5 weiße Stängelchen mit gelben Staubbeuteln vorne dran. Vollreife Blüten stauben so richtig, wenn man an die dran stößt. Da die grünen Stiele der Blüte leicht giftig sind, bin ich inzwischen je nach Verarbeitung zur Schüttelernte bei Holunderblüten übergegangen, um später weniger Giftstoffe in meinem Sirup zu haben. Während diese Blütendolden durchaus noch sowas wie Körperspannung vermuten lassen, hängen die Beerendolden ziemlich durch unter dem Gewicht der zahlreichen Früchte. Die sind anfangs noch grün und leicht gestreift. Zur Reife im September werden sie dunkel, violett bis fast schwarz mit glänzender Oberfläche. Auch die Stängel der Dolden verfärben sich zu rosa bis violett und die Beeren geben reichlich dunkelroten Saft ab. Diese starke Farbe lässt sich auch zum Färben verwenden, beispielsweise für deinen weißen Sonntagsanzug, mit dem du so gern auf Holunderbeerenernte gehst. Die einzelne Beere ist kugelrund, wird vielleicht 5 mm im Durchmesser groß und hat innen drin 3 Samensteinchen. Gern lässt der schwarze Holunder diese Früchte auch herunterfallen, um den Boden unter sich zu verschmutzen. Ich möchte an dieser Stelle wiederholen, rohe Holunderbeeren verursachen Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Auf der ganz sicheren Seite bist du, wenn du die Beeren für 20 Minuten über 80 Grad erhitzt. Letztes Erkennungsmerkmal des Holunders, die Borke. Junge Triebe sind natürlich grün. Wenn sie verholzen, bekommen sie viele kleine helle Pickel. Der Fachmann spricht von Korkporen oder Lentizellen. Solche verholzenden Triebe sind übrigens als Nisthilfen geeignet. Im Inneren sind sie markhaltig. Senkrecht und einzeln angebracht, beispielsweise am Zaun, entsprechen sie dem Suchmuster einiger Wildbienen, die sich von oben ins Mark reingraben und darin ihre Eier samt Nistmaterial versenken. In älteren Jahren wechseln die Holunderstämme dann in ein ziemlich graues Braun. Die Borke bekommt dann zum Teil ganz tiefe Längsfurchen und an denen kann man die dann auch schon aus einiger Entfernung entdecken oder im Vorbeiradeln. Zum Schluss noch der unangenehme Teil. Im Gegensatz zu den meisten einheimischen Obstarten bestehen beim Holunder tatsächlich einige Verwechslungsgefahren mit Lebewesen, von deren Genuss noch mehr abzuraten ist als von rohen Holunderbeeren. Zugegebenermaßen mangelt es mir hier manchmal an dem ein oder anderen guten Bild. Ich interessiere mich nun mal weniger für Sachen, mit denen ich mich vergiften kann. Hier in Leipzig begegne mir am häufigsten der rote Hartriegel. Der hat auch so dunkelviolette Beeren, die in Dolden hängen. Zur Unterscheidung werfe ich zuerst einen Blick auf die Blätter. So Hartriegelblätter haben markante Blattadern und die sind nicht gefiedert. Findest du auch bei der Kornelkirsche so. Und die Dolden des Hartriegels sind außerdem deutlich kleiner und unsortiert, die einzelnen Beeren etwas größer, aber matt. Glänzende, schwarzblaue Beeren hat der Liguster im Angebot. Dessen Dolden sind so traubenartig ungeordnet, viel kleiner und hängen kaum durch. Und die Stiele, die verfärben sich auch nicht violett und der Ligusterstrauch wächst insgesamt deutlich niedriger als der schwarze Holunder. Und auch die Blätter, die sind glänzend, viel kleiner und nicht gefiedert. Zu guter Letzt würde ich noch den Zwergholunder und den gefleckten Schierling erwähnen wollen. Vor allem der gefleckte Schierling ist wirklich ein unangenehmer, vergiftender Zeitgenosse, sozusagen der Bernd Höcke des Pflanzenreichs. Als Doldenblütler hat seine Blüte natürlich Ähnlichkeit mit der Holunderblüte, ist aber erst ab Ende Juli dran, also deutlich nach dem Holunder. Und außerdem sind beide, also sowohl der Schierling wie auch der Zwergholunder, krautige Pflanzen. Das heißt, die treiben jedes Jahr neu aus dem Boden aus und verholzen im Gegensatz zum schwarzen Holunder nicht. Daran kannst du sie auch ganz sicher und zuverlässig unterscheiden. Dem Zwergholunder bin ich selbst noch nie bei Bewusstsein begegnet und habe entsprechend also auch keine Bilder. Ich darf dir guten Gewissens die Bestimmungshilfen von Pflanzenvielfalt ans Herz legen. Dann wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg beim Bestimmen. Sicherlich habe ich hier oder da ein Detail unterschlagen oder wenn du sogar einen Fehler entdeckst, dann weise mich bitte darauf hin. Über deine Erfahrungsberichte, Anregungen und Hinweise würde ich mich jedenfalls sehr freuen.
Ansonsten findest du weitere Anleitungen zum Nach-, Selber- und Bessermachen unter www.erleb-bar.de. Alles natürlich auf Machbarkeit und Spaßfaktor selbst getestet.